Zwei Asse zum Zimmer und zum 5:2 im ersten Satz auf dem WDM Center Court. Auf dem BSE Court nebenan beginnt in wenigen Augenblicken parallel zu diesem Spiel unser drittes Viertelfinale beim Chicago Challenger. Auch dort zwei interessante Spieler, ein Top-Allrounder aus Deutschland und einen klassischen Aschen-Spin-Spieler aus Georgien. Der eine 21 Jahre jung, 300 in der Welt, aus der Tennis-Base in Oberhaching. Begrüßen Sie mit mir Daniel Masur. Sein Gegenüber, die Nummer 2 aus Georgien, vom Ranking her ziemlich leicht, 280 in der Welt, 22 Jahre jung. Wie gesagt, aus Georgien, Alexandre Metrevelli. Thank you.
lass da. Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Der Satzausgang für Jerzy Janowitz im Tiebreak 7-5 auf dem William Center Court gegen Clément Games. Da gehen wir jetzt in den dritten und entscheidenden Satz und auf dem DSD-Court der Wachstumsgesellschaft aus Leverkusen. Erster Satz vorbei, gerade ebenfalls im Tiebreak. Und zwar für Daniel Mazur gegen Alexandre Lecrevet. Thank you.
Thank you.
Thank you.